Herzlich willkommen zurück zum neuen Teil unserer Anno-Serie hier gerade über meiner Stadt Goldfurt. Nein, ich weiß gar nicht, wie meine Stadt heißt. Die vom Rumpelumpa heißt Goldfurt, wie immer. Goldfurt hier wieder. Ich habe nur die letzten Drecks-Maps erwischt. Naja, jedenfalls gerade von oben mal gesehen. Jetzt muss ich es nur wieder so richtig drehen, damit ich auch wieder den Überblick habe. So, wie dreht man es eigentlich ohne diese Kinoansicht? Das habe ich auch noch nicht herausgefunden. Mausrad gedrückt hat. Ja, genau. Magisch. Ja, dann gucken wir mal, wo wir gestern waren. Bürger haben wir ja schon eine Menge. Meine Nomaden sind verbrannt, genau. War die beste Entscheidung meines Lebens. Und denen ging es ja auch nicht mehr so gut, letzten Endes. Aber meine Gewürze. Oh, Datteln und Gewürze, was ist denn hier los, Mann? Besteht noch Hoffnung in dieser Stadt. Ja, ich putze jetzt auch so langsam mal. Also ich werde das mit den Nomaden jetzt erstmal abbrechen, bin ich ganz ehrlich. Weil damit komme ich gerade überhaupt nicht zurecht. Das ist ja krass. Ja, das ist das Problem, ne? Aber von dem Großvisier kann man sich keine Gewürze... Kann man sich doch auch Gewürze holen, oder? Kannst du dir auch kaufen, klar. Also ich werde ich anbauen... Oh, das ist mir so stressig gerade. Mit dem Wasser und so auch gerade. Ja, das... Ja, das Problem ist, wenn du das liefern lässt, kostet zu viel. Und wenn du das selber anbaust, ist das... Ja, ja. Müssen wir alles, aber das Alter jetzt auch nicht so. Also Bürger reichen mir gerade erstmal. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier direkt mit Patrizien oder Adligen hantieren muss. Ja, aber so viele Bedürfnisse hinter du. Das ist unfassbar. Da hast du dann hinterher eh keinen Überblick mehr für. Ich werde jetzt gerade einmal meine erste Eisenmine errichten. Bau von da mal einen Weg rüber. Schon macht er seine Eisenmine. So, und zwar brauche ich dafür die Eisenschmelze dann noch und die Werkzeughütte. Richtig? Richtig. So, dann baue ich die hier mal dahin. Die Eisenschmelze und dann brauche ich jetzt noch 8 Holz. Die sollten schnell produziert sein. Und deshalb warte ich einfach mal ein bisschen. Preislich, preislich gehen die natürlich schwer aufs Gemüt. Ich würde sogar eine Schenke machen, doch nicht, aber das ist auch... Was willst du machen? Eine Schenke. Eine Schenke schon? Na gut, du hast jetzt auch noch nicht die Werkzeughütten bei uns so gebaut, ne? Nein, da bin ich noch lange nicht. Ich versuche erstmal meine Stadt ein bisschen... Auf Vordermann zu bringen. Ja, von den größer zu machen, ne? Ja, das sowieso. Das ist wichtig. Ich habe jetzt knapp 1000 Einwohner. Wo war die Hütte? Da. Ja, guck mal, dann packen wir da direkt neben die... So, da haben wir 0%. Oh, schön, 0%. Ja. Ach, eine Kohlehütte brauchen wir auch noch, ne? Oh Gott, wie viel brauchst du denn? Das ist viel. Da brauchst du, für Werkzeug krass. Brauchst du richtig viel. Du brauchst eine nötig Bäume produziert Kohle. Genau. Naja, muss ich durch. Ne? Jetzt habe ich das einmal so ins Rollen gebracht, dann muss ich das jetzt komplett durchziehen. Man muss halt weiterrollen. Ja. Ist klar. Ja, aber jetzt bin ich im Minus. Tatsache, also das zieht richtig ordentlich am Geldstrang, am Steuerstrang. Da kann man auch nicht sagen, oh, mein Mosthof, der haut das wieder raus. Der Mosthof, der haut nichts raus, haut der Mosthof. Ja, Kohle gibt es nicht für dich. Gerade. Was kann man denn da jetzt gerade machen? Nichts, außer zugucken. So, jetzt kann ich die Kohlehütte bauen. Köhlerhütte. Goldfurt, ne, das wollte ich gar nicht. Ich muss, die Köhlerhütte muss ich irgendwo Bäume sehen. Ich helfe euch gerne aus. Wer hilft mir denn hier schon wieder aus? Ach, Aschgabat? Ihrer Stadt Aschgabat. Nee, warte mal. Was ist denn in Aschgabat? Ich wollte Würz... kann man das nicht handeln? Krass, was ist denn hier da ab? Was ist denn hier ab?
Und da sind die Gewürze. Ah, jo, jetzt kann er mir Gewürze bringen. Aber erstmal wenig, nicht so viel. Woran sehe ich denn, wie viel das kostet überhaupt? Das ist eine gute Frage. Ich musste jetzt gerade erstmal eine Holzfällerhütte abholzen. Das ist das Schmerzhafte. Und ohne Holz, ey. Ist hier fast aufgeschmissen. Da steht auch eine Holzfällerhütte. Wo stehen die denn alle? So abseits wie meine Mutter vor 500 Jahren. Nee, das gibt's doch gar nicht. Produzieren uns so 50% Holz. Das ist ja unfassbar. Die müssen mitten im Wald platziert werden. Und ich platziere die da irgendwo am Straßenstrich von Nordrhein-Westfalen oder was. So, der hat keine... Was hat er denn nicht? Kein Eisen. Was hat er denn jetzt hier? Kein geschmolzenes Eisen. Und der braucht Kohle. Hä? Warum fährt er jetzt dahin? Was ist denn hier los? Warum passiert da nichts mehr? Also, da. Okay. Das dauert also alles ein bisschen. Aber immerhin produziere ich schon mal Werkzeug. So, und da ist 87% Holzproduktion. Okay. Ja, maybe. Kann ich nicht noch irgendwo eine Holzfällerhütte? Ja, das machen wir mal hier. Weil das ist mir deutlich... Weg. Das ist auch wie hieß denn jetzt der Typ da? Wie heißt das? Shapur El Sheikh oder was? Ja, ja. Maybe. Eieiei, wo habe ich denn meine Holzfällerhütten hingebaut? Ey, das ist krass, wie schlecht die einfach nur platziert waren. So, jetzt muss ich drauf achten, dass ich hier mal wieder Holz reinkriege gerade. Und hier, was geht hier ab? Wir alle sind von Allah gesegnet. Wie, die haben Durst, warum? Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Oh, shit, der bringt meinen Wolfshafen wieder. Wo sind denn, was ist denn hier los? Okay, also man kann von dem Großvisier noch keine Gewürze handeln. Ah, sehr schön, ich habe 31 Gewürze jetzt schon gemacht, das heißt, ich kann jetzt eine Handelsroute machen. Ich habe genug Gewürze auf meiner Insel. Und mein Handelsroute ist weg. Gute erstellen, Konto hinzufügen. Von Aschgabat, da laden wir einfach jedes Mal 15 Gemüse. Nein, 15 Gewürze. Nicht 40. 15 Tonnen laden wir auf. Und in Wolfshafen wird 15 Tonnen abgeladen Gewürz. So viel Gewürz, wie es geht. Und das machen wir alles mit der Dobatz. Meinem Schiffchen. Kann ich hierbei auf euch zählen? Auftrag betraut Rumpelump. Liefern die folgenden Farts. Nee. Kannst mich auf mich zählen. Liefern sie folgenden Farts zum Schiff auf See. Könntet ihr eure Bemühungen nicht einer noch verstärken? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Was ist denn hier los? Warum kriegt ihr denn keine Kohle? Ach, das 9 ist nicht Tonnen Holz. Ja gut, dann machen wir das mal. Okay, fahren wir mal dahin. Ich finde doof, dass man Häuser und sowas nicht verschieben kann. Sondern versuchen wir mal unsere Neptun mal auf so eine Handelsroute zu schicken. You know what I mean? Nipples. Ja, das ist Bigfoots, den wollte ich anklicken. Ja, ich muss jetzt hier alles umbauen, leider. Ah, 10 Goldmünzen pro Tonne. 80 Goldmünzen pro Tonne, boah. Der will aber ordentlich die Moneten sehen, ne? Der will die Münzen klappern hören. Und
Boah, hörst du die Musik gerade? So ein Chor? Nee. Oh, das nicht. Ja, Magic Moments hier, ne? So, dann bringen wir dir mal 9 Tonnen Holz. Mal sehen, was wir dafür bekommen. Allah segne euch. Allah segne mich. Zuverlässigkeit. Krass, was bringt ihr mir hier, du Kock? Geh mal weg, ey. Wie kann ich dem. Ah. Ey, die saugen mir an den Nippeln, ne? Mein Geld raus. Oh, 1705 Gold habe ich bekommen von dem. Geil. Krass. Gut, dass ich das gemacht habe. Da war. Und schön den. Den Rum, wollte ich sagen. Den Kock geschwenkt. Was ist denn hier los? Keine Ausdrücke jetzt hier. Oh, Entschuldigung. Bürger ziehen aus. Die Bürger ziehen aus. Alle Bürger ziehen aus. Hallo? Krass. Das war's wohl. Meinst du, ich hab mich verwirtschaftet? Die haben Hunger. Krass, Mann. So, was haben die denn nochmal? Fisch brauchen die für Nahrung, ne? Jo. No. Euphorischer Bürger. Krass, ja, Mann, ich hab mich verwirtschaftet. So. Jetzt sind sie wieder fröhlich, weil ich gerade 31 Gewürz gemacht habe. Boah. Bedürfnis nach Kleidung. Also die haben jetzt auf jeden Fall mehr Bedürfnis nach Fisches. Fisches. Ja, ist halt schon 56%. Ist die Frage. So, endlich läuft alles. Ich produziere endlich Werkzeug. Die Produktionskette läuft. Wenn die einmal läuft, ist alles super. Na, ich muss noch eine Hanfplantage anbauen. Hanfplantage habe ich auch schon länger jetzt. Ja, aber ich brauche noch eine. You know what I mean? Son of a bitch. Ja, 3 Tonnen. Ich brauche mittlerweile nämlich auch noch eine zweite Hanfplantage, hast du recht. Aber eins nach dem anderen. Jetzt brauche ich erstmal noch eine Fischerei. Ist nämlich gerade alles ein bisschen schwierig. Ja. Das wird immer schwieriger. Weil die haben natürlich auch Kohldampf, die Jungs. Gut, so, jetzt haben wir natürlich hier das Markhaus. Boah, meine Holzfällerhütten, ey, die arbeiten mal gar nicht, ne? Was ist denn hier los, ey? Dein Holzfäller? Ja. Weiß nicht warum, ich mache jetzt gerade mal eine zweite Handelsroute. Und zwar bringe ich von Wolfshafen. Ich habe 30 Holz, ja, auch nicht schlecht. Verkaufe ich einfach jetzt mal meinen Kram hier. In Kaisershaven. Flüsse sind immer gut, finde ich. Flüsse sind richtig gut, Mann. Ein gutes Geschäft. Boah! Ihr handelt aber richtig mit mir, oder? Ihr handelt richtig gemein. Euch für eure Zuverlässigkeit. Ja, brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt können alle aufhören, mich hier mit Werkzeug zu beliefern. Jetzt läuft das. Nur Gewürze kaufe ich hier noch. Jetzt überlege ich gerade. Wo mache ich denn noch die Hanfplantage hin? Warum? Was ist denn da los? Spiel gespeichert. Spiel gespeichert. Achso. Aufnahmenwechsel.